Na du, schön, dass du wieder mit dabei bist und sag mal, wie geht's dir denn eigentlich? Geht's dir gut oder nicht so? Schreib's doch mal unten in die Kommentare. Mir geht's super, aber das habe ich mir auch mal als festen Vorwand vorgenommen, dass ich wirklich nur dann aufnehme, wenn ich Lust und Bock habe. Weil ich sage euch, wenn ihr selber Let's Plays oder allgemein Videos macht, nehmt bloß auf, wenn ihr auch Lust zu habt, weil ansonsten kommt echt nur Grütze dabei raus. Man merkt's euch einfach an und deswegen, ne? Nur aufnehmen, wenn man wirklich Bock hat, dann wird das um Länge besser. So, ich habe jetzt ehrlich gesagt vor der Aufnahme jetzt hier nicht noch 30 Minuten rumgestanden und gewartet, bis die hier die Warzen wachsen und gedeihen. Sondern hier sind drei schon fertig. Das sieht man, die sehen so, naja, so zackig aus, ne? Als wenn die so kleine Hörnchen haben. Und das reicht doch erstmal, die können wir jetzt erstmal ernten hier. Wie viel haben wir jetzt gekriegt? 4. Ah, okay. Kam bloß 3 raus. Und hier nochmal 3. Okay, hätten wir schon mal wieder 10. Ja, wir mixen uns jetzt noch ein kleines Dränkchen. Aber auch plus 1. Weil dann habe ich was anderes vor. Vorher schmeißen wir die natürlich noch hin. So, 4, 3, 2, 1 noch. So, genau. Okay, und dann können wir nämlich erstmal wieder raus hier aus der Hölle. Oh mein Gott, das laggt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ey. Was ist denn los hier? Alfred. Alfred. Ja. Alfred. Na. Rava, Junge. Wow. Wo zur Hölle wart ihr? Was? Warum? Also zumindest eine von euch sah vorher noch... Ah, hier spukt es im Haus. Meine Katzen sind weg. Waren weg, sind weg. Mein Gott, was geht hier ab? Was geht, was, warum, warum sind die Katzen, warum, was, hallo? Jetzt regnet schon wieder, ey, das gibt's doch nicht. Habe ich denn Too Many Items eigentlich drauf? Die habe ich nicht. Oh. Sorry Leute, ich will jetzt echt keinen Regen. Das ist ja schlimm hier. So. Steaks. So ein Steak zum Morgen. Yeah. Ich dachte, das ist immer gut, wa? Das ist ein richtig schönes, saftiges Steak. Ja, ja. Wie lange schlaft ihr übrigens? Ich muss euch hier wieder mit Fragen zu spammen und bombardieren. Denn heute ist es mir wieder passiert. Denn obwohl es mir gut geht und ich wirklich super Bock habe, richtig Bock habe aufzunehmen, bin ich trotzdem etwas müde, was daran lag, dass ich heute früh geweckt wurde. Hat ein Kumpel noch bei mir gepennt und der war schon so scheiß verdammt früh wach, ne? Und dann hat er mich schon mehrmals wach gemacht und dann bin ich aber aufgestanden bin ich dann, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Aufgestanden bin ich dann um 9, 9:30 und der meinte dann, boah, was kannst du so lange schlafen, boah, das geht ja gar nicht, verpennst den halben Tag. Und dann denke ich mir, was, um 9, 9:30 den ganzen Tag verpennen, also da schlafe ich aber ab und zu noch ein bisschen länger, ne? Und ja, da frage ich aber mal euch, wie lange schlaft ihr so, ne? Was ist so normal bei euch? Also ich rede jetzt natürlich vom Wochenende. In der Woche, denke ich, werden wir alle relativ früh raus müssen. Zumindest wenn man zur Schule geht, bei Arbeit, da wechselt das ja manchmal noch. Also so am Wochenende, ja, da kann ich schon mal gut bis 11, 12 schlafen, ne? Aber auch nicht länger. Also wenn ich dann kurz wach bin und sehe, boah, schon 12, dann stehe ich hier rauf. Weil um 3 aufstehen, so ein Typ bin ich dann da eigentlich eher echt nicht. Aber ansonsten so schön aufschlafen, doch, das ist schon ganz nett. So, wir wollen jetzt aber hier einen Trank brauen und dafür brauchen wir erstmal eine Awkward Potion. Das heißt, wir greifen uns hier eine Wasserflasche. Diese Wasserflasche kommt hier rein und da oben kommt jetzt eine Netherwarze. Daraus wird eine Awkward Potion und dann machen wir uns mit Lohenstaub. Ich hoffe, das ist das hier. Machen wir uns denn eine Potion of Strange, einen Trank der Stärke. Ja, wie der Name schon sagt, haben wir dann etwas mehr Schaden. Und eigentlich wollte ich mir noch einen Potion of Strange machen, einen verlängerten. Das heißt, der geht sonst 2 Minuten, keine Ahnung. Wir machen also 2 Minuten lang 1,5 Schaden mehr.
Und der Verlängerte geht 8 Minuten, den wollte ich mir eigentlich machen, bloß dafür brauchen wir Redstone und wir haben ja noch Redstone-Miese, das heißt, wir haben ja uns leider ein bisschen Redstone mal gescheatet, ne? Deswegen, ja, lassen wir das erstmal. Und dann machen wir uns halt einen normalen Trank der Stärke. So, das hätten wir. Und jetzt kommt hier drüber so ein Ding. Blubber. Ich habe auch überlegt, dass man sich vielleicht irgendwie so eine Wand macht mit Tafeln. Und dort schreibt man sich dann immer die Rezepte auf, so wie ich es hier gerade auf meinem Zettel zu stehen habe. Bloß dafür fehlt uns hier irgendwie so die Fläche. Dafür bräuchten wir, müssten wir mit unserem kleinen Labor hier nochmal umziehen. Och nein, es ist verzögert. Och, kacke. Shit. Was geht denn zuerst? Ah, ich weiß auch das Problem. Ja, das kenne ich. Trank, bist du fertig? Ja, gut. So, jetzt hätten wir hier einmal Instant Health 2 und einmal einen Strange-Trank. Ach ne, der geht auch schon 3 Minuten. Okay. Und zwar habe ich ja hier offscreen mal ganz heimlich die Decke hier oben ausgebessert mit Holz. Dort oben haben wir ja leider schon die Verbindung zu der Tür oben mit dem Redstone. Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. Hallo? Hallo? Was waren hier? Ein Redstone? Wie platziere ich denn jetzt das Redstone hier wieder hin? Momentchen. Das muss hier noch gelöst werden. Oh mein Gott. Kurze Unterbrechung. Okay, das war jetzt leicht unerwartet. Ich sitze hier so ganz ruhig, spreche vor mich hin und auf einmal höre ich bloß so ein tiefes, lautes Brummen. Alter, ich habe überall Gänsehaut bekommen. Das hatte ich jetzt schon mehrmals, weil hier Fenster noch offen war, dass da so ein richtig fickes Wespenfickvieh hier reinfliegt und dann so schnell um mich herum. Alter, ich habe so eine Panik gekriegt, ey. Ich hatte überall Gänsehaut. Und dann hätte da das sehen müssen, wie ich und meine Schwester hier mit zwei Totenschuhen durchs Zimmer gehoppelt sind, um das Ding zu kriegen. Alter Vater. Aber wir konnten es erledigen. Wir haben es letztendlich mit einem Souvenir aus Griechenland erledigt. Ich habe hier so zwei solche Schwerter bei mir an der Wand hängen. Und eins davon ist so ein komisches Samurai-Ding. Es war schon wieder aufregend hier. Oh nein! Meine Fresse, ey. Ich hoffe, jetzt stimmt da oben wieder alles. Müssen wir gleich mal checken. Hoffentlich, hoffentlich. Oh, was das mit den Katzen war, würde ich trotzdem gerne wissen, dass die auf einmal ganz woanders sind, als die eigentlich waren. Schon so ein bisschen seltsam. So, klappt. Scheiße. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, pfui. Was habe ich denn hier gemacht, ey? Ich bin ja gleich verwirrt. Warte mal. Irgendwas muss ja mit den oberen nicht stimmen, weil die waren ja nicht ausgefahren, ne? Ach, Mann, ey. Sowas kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Vor allem ist es schon so lange her, dass ich das gemacht habe. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wie das war. Boah, warum seid ihr jetzt nicht ausgefahren?
Meine Fresse. Ihr müsst doch eigentlich Strom kriegen, oder nicht? Eigentlich braucht ihr Strom. Warum habt ihr keinen Strom? Hier liegt noch ein Redstone rum. Ach, meine Fresse. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich würde was ganz anderes machen. Ach man. Was ist denn das jetzt? Oh. Weil das war jetzt nicht geplant. Hä? Hier stimmt doch irgendwas nicht, oder was? Meine Fresse, was ist denn hier? So vielleicht. Jetzt ist das aus. Jetzt ist das an. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier, aber ich muss das hier mal gerade reparieren. Das geht ja so nicht. Nee, halt. Ja, das sah jetzt gut aus. Ja, Mann. Ja, Mann! Krasse Scheiße und so. Na, du kannst mal weg hier. Ich brauche mal eben nochmal die Bücherregale. Wie war denn das jetzt so? Hier war so und da war so. Und hier oben. Okay, ist ja wieder aufregend hier. Muss ich noch mal einmal ganz kurz hier nach oben schauen, weil ich glaube, hier fehlt jetzt auch ein Holz. So. Genau, so, jetzt gehen wir mal pennen. Und dann kümmern wir uns um das, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Erstmal machen wir hier den Game Mode wieder aus. Jetzt habe ich hier ein Bücherregal, was mir eigentlich nicht zusteht. Und das versenke ich jetzt hier einfach mal. So. Okay, denn ich wollte es ja schon mal machen, habe ich ja mal erzählt. Ich wollte eigentlich mal noch einen Pool bauen und jetzt weiß ich, glaube ich, auch, wo ich den hinstelle. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich hoffe, das klappt da. Aber wir werden es sehen. So, erstmal kann jetzt hier noch ein bisschen was weg und zwar... Das kann raus, jetzt habe ich hier noch Blaze Powder, ist egal. Die Gold Nuggets, ja gut. Okay, Rottenfleisch brauchen wir gerade nochmal unisch. Ja. Dann brauche ich mal noch das Lapis. Da haben wir uns ja schon mal die Blätter, also die Dings gecraftet. Okay, nee, das habe ich aufgenommen, aber das habe ich dann wieder gelöscht, weil... Das habe ich mal erklärt, warum. Also wir brauchen das. Dann brauchen wir noch... Cleanstones. Ja. Ich guck erstmal. Wir müssen eh erstmal ein bisschen was ausheben. Und ganz so lange kann ich jetzt auch gar nicht mehr aufnehmen, weil mich diese scheiß Riesenwespe jetzt so viel Zeit gekostet hat. Und ich dazu auch noch morgen Schule habe. Oh mein Gott! Was mache ich denn hier? Hier will ich doch gar nicht hin. Ja, ich wollte das, den Pool nämlich irgendwie hier unten mit reinbauen. Dachte ich mir so zumindest. Oder nicht? Ich bin ja fast dafür, dass wir hier den Boden aus Holz machen. Auch wenn es ein Keller ist, aber mit Holz sieht das irgendwie immer gemütlicher aus. Ja, gemütlicher. Deswegen bessern wir das hier mal kurz aus. Geht ja relativ fix.
Es sei denn, man macht hier so Kacke. Wie man eiskalt die Monster aus der Etage unter uns hört, ey. Ich wette, die saugen euch auch für die ab und zu Frame-Einbrüche. Okay, warte mal, könnte man hier... Ihr Truhen seid ja eh leer, von daher reiße ich euch mal kurz weg. Und dann könnte man hier so eine Doppeltür machen. So. Wo sind meine Fackeln? So. Und dann könnte man hier dann so einen Raum machen, ne? Aber wir können jetzt hier nicht so ganz hoch. Wir können hoch nur drei, ja. Drei hoch können wir. Das sollte reichen eigentlich, ne? Eigentlich schon. Oder wir machen es anders. Wir gehen hier noch ein tiefer. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Okay, dann heben wir uns jetzt erstmal einen kleinen Raum aus. Weil hier dürfte eigentlich nichts sein. Boah, diese Spitzhacke. Wie schnell die einfach alles abreißt. Okay. Ja, wie groß mache ich das? Wir können es nicht allzu groß machen, weil so viel Lapis haben wir nicht. Warte mal. Mal was ergibt denn gleich oder weniger als 38? Wie viel 38? Meine Fresse. 6 mal 6? 6 mal 6 ist ja winzig. 6 mal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, es ist mehr so ein Platschbecken dann. Naja, Ich würde sagen, 8x8 ist in Ordnung, oder? Ja, komm, 8x8. 8x8 muss drin sein. Müssen wir halt noch ein bisschen Lapis farmen und suchen. Ja. Aber 6x6 ist ja, das ist ja mehr so ein Kinderplanschbecken. Diese pisswarmen Kinder.